Es freut mich sehr, dass ich Sie wieder begrüßen darf zu der nächsten Ausgabe von unserem Ländle Talk. Auch heute wieder aus dem Element hier in Dornbirn. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen spannenden Gast vor mir sitzen habe, wieder aus dem Bereich Gastronomie. Er führt die Krone in Übersachsen, den Gasthof Löwen in Thisis, das Limo und den Hangover Club und heißt Patrick Fessler. Danke, dass du da bist. Gerne. Vier, also zwei Gasthäuser und zwei Clubs, das heißt vier Gastronomiebetriebe, die du zu führen hast. Das bedeutet, denke ich mal, richtig Arbeit. Wie ist das entstanden? Wie war denn da die sozusagen Herangehensweise für dich und wie ist das überhaupt von sich gegangen? Ja, angefangen habe ich ganz früh eigentlich mit 19 Jahren. Da war ich zuerst in der Gasthof Krone in Übersachsen. Das war meine erste Chance. Und dann haben wir halt aufgeschafft, guten Namen gekriegt in der Krone. Dann ist das mit dem Löwen dieses ins Gespräch gehabt. Und da habe ich gesagt, ja gut, das hätte ich schon gerne machen. Und das ist halt ein gehobenes Gasthaus und da war eine lange Diskussion. Ja, und jetzt mache ich schon vier Jahre der Löwe. Und dann war ich ein Jahr weg von der Krone. Und dann hat es halt wieder geheißen, ja, ob ich eine Krone mitmachen will. Ich habe gesagt, ja, mitmachen kann ich sie schon. Und jetzt habe ich halt Krone auch schon wieder zwei Jahre. Und letztes Jahr ist der Hangover mitgekommen, im August. Und jetzt mache ich schon wieder sieben Monate den Hangover Club in Altach. Ja, und jetzt im Ende Februar war das Limo im Gespräch. Dann haben wir gedacht, ja, in Gottes geht auch noch mit. Also viel beschäftigt kann man sagen, das klingt so okay. Machen wir alles. Da ist, denke ich mal, in dem Fall viel Energie, was in dir schlummert, wo raus soll. Es ist schon viel Stress, aber es macht Spaß, sage ich mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste auch. Oder wenn wir vielleicht ein bisschen zurückgehen in deiner Zeit, du hast gesagt, mit 19 hat das Ganze mal angefangen. Wie war denn sonst der Werdegang bis dahin? War der Gastronomie immer schon mit dabei oder hat sich das dann auch entwickelt? Ich bin eigentlich in der Gastronomie aufgewachsen. Mein Vater, wo ich 8 war, hat er ein Gasthaus gehabt. Und dort habe ich immer schon viel mitgeholfen. Also für mich war Fußball am Anfang nie so interessant oder sonst Sportart. Ich war immer beim Papa im Gasthaus. Und ja, dann hat er aufgehört, dann haben wir so ein Fußballclub-Häusel übernommen und dort habe ich auch immer mitgeholfen. Und dann war das für mich eigentlich immer schon klar, dass ich mal eine Lehre mache als Restaurantfachmann. Ne? Und dann habe ich gelernt im Gasthof Linkzweikirch. Dort habe ich eigentlich super gelernt, einen guten Chef gehabt. Ja, und dann bin ich ins Bundesheer gegangen und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich sollte man zuerst die Welt anschauen gehen und dann irgendetwas Eigenes. Aber es hat sich dann alles ein bisschen überschlagen und habe gesagt, gut, ich mache jetzt zuerst was Eigenes und nachher schauen wir. Okay, das heißt mit der Welt anschauen, das kommt dann vielleicht irgendwann einmal noch. Aber das mache ich jetzt mit dem Urlaub. Das war auch nicht schlecht. Die Gastronomie, das klingt so, das war wirklich immer schon ein Thema für dich. Klar sozusagen, dass man, wenn man in der Familie, wenn man wirklich in einem Gasthaus schon aufwächst, dass man eigentlich fast nicht mehr auskommt aus der Gastronomie? Heutzutage ist es nicht mehr so. Früher war es sehr so, aber heute sagen die Leute immer, wenn man es nicht machen will, muss man es nicht machen. Weil ich sage immer, für Gastronomie musst du Herz haben. Weil das sind viele Stunden, wo du dich stehst in jedem Gasthaus und das ist, du bist einfach, der Gast ist König und du musst ihm das Gefühl geben. Also heute geht es nicht mehr einfach so, dass man es übernimmt, wenn man es muss. Mhm. Das heißt, es war auch bei dir in dem Fall klar die eigene Entscheidung, ich möchte da bleiben und ich möchte mich auch da weiterentwickeln in dem Fall. Krone in Übersachsen, Gasthof Löwen, sage ich mal, Gasthäuser, Gasthöfe, wenn man so schön sagt, Restaurants und dann zusätzlich ein Nachtclub wie den Hangover und mit dem Limo noch dazu. Wo liegen denn für dich da Unterschiede in diesen Bereichen? Ich denke auch gastronomisch sind das ganz andere Herausforderungen, oder? Ja, ganz, ganz andere Herausforderungen. In den Gasthäusern, da ist einfach die Qualität. Von der Küche her, vom Service her. Und das ist einfach der Unterschied zwischen einer Diskothek. Da stellst du halt, sagen wir, ein Mineral hin und dann hat sich das erledigt. In der Gasthäuser musst du einfach schauen, dass das Wiener Schnitzel zum Beispiel perfekt ist. Und das sind einfach das sind sehr große Unterschiede, wo ich immer sage, da habe ich viel Arbeit und da habe ich nicht so viel Arbeit. Also Arbeit habe ich eigentlich gleich viel, aber die Qualität ist der Unterschied. In der Gasthäuser musst du einfach schauen, dass du immer wieder Neues bringst und immer wieder die Qualität muss man halten in der Gasthäuser. Ist das für dich, ich denke mal, du leitest sozusagen diese Gastronomiebetriebe, aber ich denke jetzt gerade, wenn es in die Clubs geht, dass das Team eigentlich, würde ich fast sagen, im Vordergrund, oder? Also ich habe gute Leute zum Glück, ich habe eine große Familie, das war schon am Anfang an so, dann bei den Gasthäusern und die waren immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Und das ist schon wichtig, dass du Leute hast, wo du vertrauen kannst. Gerade jetzt im Löwen, das macht deine Geschäftsleitung, macht meine Freundin, oder? Und das ist für mich Grundvoraussetzung, dass jemand hast, wo du einfach sagen kannst, okay, ich muss nur dort sein, wenn es mich wirklich braucht. Oder? So wie, ich bin jetzt immer im Löwen, bin ich immer jeden Mittag drin. Oder? Auch am Wochenende. Oder? Ich schlafe am Wochenende 4 Stunden und gehe wieder arbeiten. Oder? Aber das stört mich nicht, das macht nicht Spaß. Oder? Also, sie ist eigentlich im Service, ich in der Küche. Und so habe ich meine Schwestern, wenn ich sie brauche, die stehen da. Oder? Und solche Leute brauchst du einfach. Oder?
Ich hake da ganz kurz ein, weil du gesagt hast, ich schlafe 4 Stunden und dann gehe ich wieder arbeiten. Das gehört natürlich, wenn es um die Gastronomie geht, irgendwie dazu. Aber ist das jetzt was, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt die nächste Zeit einmal machen? Du bist noch jung, wenn ich das so sagen darf. Aber gibt es dann vielleicht auch irgendwann einmal eine Grenze, wo du sagst, okay, irgendwann geht das nicht mehr so einfach? Das Kollegen von mir sagen auch schon viel, wie lange machst du das? Oder wie machst du das? Dann lache ich immer und sage, ich denke, ich mache es gerne. Also ich stehe gerne morgen auf. Sie bin ja unermüdet am Morgen, am Sonntag zum Beispiel. Aber dann arbeitest du 4 Stunden und hast du wieder den. Dann gehst du schlafen. Als Wochenende ist immer das Schlimmste, gerade mit den Clubs. Klar. Ja. Das heißt, das Herzblut, das vorher erwähnt, das Herzblut ist einfach mal das Wichtigste und der Spaß daran, denke ich. Oder wenn man den verliert, wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Wenn wir jetzt ein bisschen auf das Nachtleben eingehen, das interessiert mich. Ich habe selber ein bisschen sozusagen Bar-Erfahrung, habe früher ein bisschen in der Bar gearbeitet und das war für mich immer ganz ein besonderer Reiz im Nachtleben, wenn die Leute fortgehen. Ich habe immer gesagt, ich arbeite dort, wo die anderen fortgehen, wo die anderen Spaß haben. Das heißt, es macht mir auch Spaß. Was macht für dich dieses Betreiben auch so von einem Club wie dem Hangover zum Beispiel aus? Was ist da der Reiz dahinter? Im Hangover oder im Lima ist nie das Gleiche. Du hast immer andere Gäste und du lernst viele Gäste kennen. Und das macht mir meistens Spaß. Oder? Und es ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich in den Hangover-Club komme und jeder fragt, ja, wo ist der Chef? Oder? Das ist einfach für mich, weil ich bin nicht so ein Besitzer, der einfach sieht, ich lasse alle arbeiten. Nein, ich komme immer direkt. Ich gehe immer in meine Gasthäuser, in meine Clubs. Ich bin einfach direkt drin. Oder? Das ist oft schwierig, aber ich teile mich auf. Und das zeichnet mich aus. Oder? Auch bei meinen Gästen. Und das ist bei mir, das macht Spaß. Oder? Die sagen dann, die schätzen das. Oder? Und aber ich lerne halt viele Leute kennen. Ne? Weil direkt im Club selber, wenn ich drin bin, mache ich keine Organisation. Oder? Wenn wirklich viel ist, dann hilft die Arbeit. Ne? Aber wenn ich am Wochenende in den Club gehe, dann bin ich eigentlich für meine Gäste da. Ne? Wie kann man sich denn das vorstellen? Was muss man denn einem Besucher, wenn man einen Club hat wie den Hangover aus Lima, was muss denn da geboten werden? Haben Gäste dann, wenn du den direkten Kontakt hast, haben die einen gewissen Anspruch oder sagen die einfach, okay, das passt mir, da komme ich gern? Oder was sind so Sachen, wo man einfach darauf achten muss, auch wenn es um einen Club geht? Ich habe jetzt einfach angefangen zu probieren mit vielen DJ-Acts, oder? Zum das ein bisschen aufziehen. Und auch mit unserer Gratis-Taxe. Das kommt jetzt in Zukunft immer mehr. Gerade durch die ganze Konkurrenz, die rundherum ist, gibt viele Bars und Diskotheken. Oder? Da musst du einfach immer herausheben, dass das läuft. Oder? Und da sage ich immer, ich bin jetzt mit der Schiene gefahren, dass ich sehr gute DJs und eben die Gratis-Taxe, also das funktioniert gut. Das heißt einfach, dass wir die Gäste gratis holen und wieder gratis nach Hause fahren. Oder? Und das nehmen hat schon viele Ansprüche. Oder? Du hast vorher gesagt, okay, wenn man einen Gasthof betreibt, geht es um die Qualität, da muss man sich immer wieder mal was Neues einfallen lassen, sei es mit der Karte oder allem, dem ganzen Ambiente, wie auch immer. Aber ich denke, auch bei einem Club kann man nicht einfach sagen, ich sperre jetzt auf und mache das 10 Jahre und dann läuft das, oder? Aber gerade wie gesagt, mit der Konkurrenz, im Club darfst du nie schlafen. Ne? Ich habe gesagt, DJ-Act oder Aktionen, dass immer was läuft. Momentan habe ich den Hangover-Club da so weit, dass einfach die Gäste wissen, einfach, es ist immer was los. Ne? Es passiert was. Ne? Das nenne ich ja einfach Erlebnisgastronomie. Heute geht es wirklich nicht mehr, das Aussperren und die Gäste kommen. Da fällt mir jetzt gerade was ein, das ich noch kenne aus meiner Zeit, aus der Gastronomie. Es war immer so ein bisschen eine Sache, weil du gesagt hast, okay, der Hangover ist jetzt voll, die Leute wissen, dass da was los ist. Ist es vielleicht, ich habe das immer mitbekommen, dass es vielleicht problematisch ist, wenn zum Beispiel ein Lokal leer ist, obwohl es eigentlich funktioniert und die Leute kommen rein und sehen, es ist niemand da und gehen dann wieder. Wenn es aber zu voll ist oder zu viel los ist, dann gehen sie auch wieder. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, oder? Ja, das ist, glaube ich, das Schlimmste für jeden Clubbesitzer, wenn der Club leer ist, obwohl er gut ist. Weil dann sagen die Leute, er ist cool, aber war leer. Oder? Und das ist einfach die Schwierigste, um das herzubringen, dass das funktioniert. Oder? Du hast angesprochen, Thema Veranstaltungen, da würde ich ganz gerne einhaken, das interessiert mich auch persönlich. Arbeitest viel mit DJs, auch bekannten DJs, Mike Candice zum Beispiel, dass man einen Namen nennen kann. Wie kommt man denn zu denen? Ruft man da an, kennt man da irgendjemand oder rufe ich einfach an und sage, okay, komm zu mir, wie funktioniert denn das? Ja, am Anfang habe ich mich selber nicht genau ausgekannt. Da habe ich halt einmal Anfragen gemacht, in Google habe ich geschaut. Oder? Und dann mittlerweile, jetzt fragen sie mich alle an. Oder? Mhm. Aber am Anfang war das schon ein bisschen kompliziert, weil du nicht richtig wusstest, was du suchen musst. Und wie bei Mike Candice, da ist man dann halt zu der Agentur gekommen. Oder? Und da war ich auch, das ist immer, ja, wer hat eigentlich alles Mike Candice? Oder wer hat die ganzen Künstler unter Vertrag? Es geht ja nicht nur, dass er bei dem im Vertrag ist, sondern bei dem auch. Oder? Und das ist schon, aber gerade die ganze Werbeding und die DJ-Bookings, das ist schon nicht zum Unterschätzen. Ne? Weil da kann man mehrere Angebote reinholen. Das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ne? Und jetzt mittlerweile, jetzt haben wir halt unsere Bekanntheitsgrad, dass die DJ wissen, okay, wir bringen viele DJs. Ne? Doch jetzt bekomme ich halt meine E-Mails und da kann ich entscheiden im Büro, mache ich nicht. Ne?
Aber wenn es jetzt um, sagen wir mal, auch hochkarätige DJs geht, denke ich, ist schon auch ein finanzieller Aspekt, wo man sich, denke ich, auch überlegen muss, geht sich das aus oder nicht? Wie rechnet sich dann das, wenn man fragen darf? Ja, ich sage immer, mit meinen DJs rechnet es sich gerade, es geht sich gerade immer aus. Also ich mache es wirklich nur für die Werbung mit meinem Club und ich will auch nicht immer hohe Eintrittspreise. Wir haben gute DJs, die einfach ein bisschen Geld kosten und wir bleiben einfach bei den 3 €. Und das gebe ich halt so den Gästen wieder zurück. Also da geht es auch mehr wirklich um den Gast und um den Spaß und um das, die Freude, dass da immer da ist, der wirklich Party macht sozusagen. Genau. Wenn du einen DJ holst, das Risiko ist immer da, dass es nicht funktioniert. Gehen wir ein bisschen allgemein auf das Thema Gastronomie ein. Du machst das jetzt schon eine Zeit lang, zuerst eben mit den Gasthöfen, jetzt auch im Nachtleben oder in der Clubszene. Hat sich denn die Gastronomie und vielleicht auch die Gäste in deiner Zeit, seitdem du das machst, verändert oder ist das gleich geblieben? Die Gäste direkt haben sich nicht verändert. Sie haben jetzt halt mehr Auswahl, wo sie hingehen können. Es ist gerade wie in den Gasthäusern. Da gibt es ja die Werbestrategie, wo man einmal essen, einmal zahlen. Oder? Und da kommt man dann durch viele Gasthäuser. Und das nehmen die Leute halt viel an. Die Veränderung ist groß, die letzten paar Jahre, was ich gemerkt habe. Also es langt nicht nur, wenn man nur noch gut kocht. Oder? Also es muss heutzutage schon perfekt sein, oder? Das, gerade in den Gasthäusern. Club, ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich denke, das ist, die Leute schauen auf den Preis. Oder? Man muss einfach fair bleiben, das sage ich immer. Gehen wir mal ein bisschen weg von der Arbeit. Du arbeitest sehr viel, ich denke aber, ein gewisser Platz, Privatleben soll und muss auch irgendwo sein. Was machst du, um einmal abzuschalten? Es gibt da das Nachtleben, es gibt die Gasthöfe, aber irgendwo, denke ich, wird der Patrick auch einmal was tun, wo nicht irgendwas mit Gastronomie zu tun hat, oder? Ja, momentan nicht viel, ne? Das heißt, der Beruf ist gleich Hobby oder gibt es schon Sachen, wo du gerne noch sozusagen zum Abschalten machst? Ja, ich habe ein Motorrad, aber das habe ich letztes Jahr nicht viel benutzt. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr auch nicht viel benutzen. Und ich habe, seit ich den Hangover habe, habe ich sogar Sekretären 2 Stück einstellen müssen. Also, dass ich Kleeluft habe. Also, wenn ich wirklich Freizeit habe, dann nutze ich das zum Schlafen. Also, zum einfach ausschalten und an nichts denken. Wenn wir jetzt nochmal auf den Club gehen, ist es da auch so, dass man sagt, okay, ich habe auch die Zeit dort, um vielleicht selber ein bisschen zu feiern. Du sagst, du bist einfach dort, du bist jetzt nicht direkt da und sagst, okay, ich stehe jetzt wirklich direkt hinter der Bar und klar, wenn Not am Mann ist, hilft man. Aber ist das dann auch so, dass man sagt, okay, wenn ich mal in Feierlaune bin, dann ist es sozusagen mein Club, dann kann ich auch feiern? Ja, genau so mache ich das. Das ist meine Freizeit am Wochenende. Also ich sage immer, wenn viel los ist, ich bin da, ich helfe immer mit. Aber gerade immer, ich will einfach für meine Gäste da sein. Ne? Die sagen, hey, der Chef ist cool, er zahlt einmal eine Runde. Und das ist mein Anliegen immer, schon gesehen. Weil das war ja der Grund, wo ich den Hangover Club übernommen habe. Früher habe ich nie daran gedacht, dass ich mal ins Nachtleben einsteige. Aber dann sind wir zeitlang weggegangen und da waren einfach die Getränkepreise so teuer. Und dann habe ich gesagt, irgendwann mache ich mal was. Ne? Und dann mit normalen Preisen fair bleiben, dann ist ja das gekommen mit dem Hangover. Gutes Stichwort noch, da möchte ich noch einmal kurz einhaken. Getränkepreise, ist das was, wo man immer beobachtet? Gibt es da wirklich Veränderungen, wo einen dann belasten, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich auch um den Einkauf geht? Oder hält sich das so in Gänzen, dass man sagt, da kommt man eigentlich auch die nächsten Jahre durch? Gastronomen kaufen ganz anders ein, die kaufen in großen Mengen ein. Oder? Und da kann man dann schon gut verhandeln mit den Getränkelieferanten sowieso. Schlimm ist eigentlich das, was die anderen Diskotheken dann immer machen. Oder? Dass sie mit den Getränken zum Beispiel, wenn es nicht funktioniert, dann fängt man an mit 2 € oder 1 € verschenken und dann soll ich mir halt die anderen kaputt machen. Aber auf das schaue ich jetzt nicht direkt, weil ich mache einfach mein Ding und ich sage einfach, das ist meine Linie fertig. Also klare Struktur gehört natürlich da auch dazu. Ja. Gehen wir noch abschließend etwas in die Zukunft. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit und über die Gegenwart geredet und uns unterhalten. Wenn wir die Zukunft schauen für dich, ja, wenn jetzt sagst, okay, ich blicke jetzt 5 Jahre in die Zukunft, wo soll es denn hingehen? Gibt es vielleicht nochmal einen Club oder nochmal ein Gasthaus oder ist das für dich jetzt einmal so, dass du sagst, okay, das passt jetzt und ich lasse es auf mich zukommen? Ja, direkt über die Zukunft denke ich nicht nach. Wenn ich ein gutes Angebot kriege, wo ich einfach denke, okay, das passt zu mir, dann würde ich es vielleicht schon machen. Ne? Aber dass ich jetzt sage, okay, ich übernehme was Neues, will ich gar nicht, weil jetzt habe ich Hangover Club, kommt langsam, dass er gut läuft. Und das war jetzt 7 Monate harte Arbeit. Oder? Und jetzt habe ich das Limo neu übernommen. Und das ist jetzt auch wieder sehr harte Arbeit. Also ich denke gar nicht daran, dass ich irgendwas anderes übernehme. Also man denkt nicht weit voraus, sondern eher, was der morgige Tag sozusagen bringt. Oder? Super, dann wünsche ich viel Erfolg weiterhin mit deinen Clubs und natürlich auch mit den Gasthäufern und hoffe, dass du auch in Zukunft, ich habe so den Eindruck, du bist wirklich sehr motiviert und tust das gerne, was du machst und ich wünsche dir vor allem für die Zukunft, dass es auch so bleibt und dass du weiterhin viel Spaß an deiner Arbeit hast. Danke. Danke, dass du da warst. Danke auch.
Ja, man sieht also viel Arbeit, wenn man Spaß daran hat, zahlt sich auch wirklich aus. Das sind junge Leute, die wirklich einiges bewegen im Thema Gastronomie. Es war sehr spannend für mich. Ich hoffe auch für Sie, mit dem Patrick Fessler sich heute zu unterhalten und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe von unserem Ländle Talk hier im Element in Dornbirn mit dabei sind.